Ich würde gerne mit Ihnen über die Frage sprechen, was mit dem 219a in der Praxis hier bei Pro Familia in der Beratungsstelle gelaufen ist. Wie beeinflusst hat dieser Paragraph Ihre Arbeit? Also wir merken schon sehr deutlich, dass wir Klientinnen haben, die grundsätzlich verunsichert sind und sich ja zum Teil auch wirklich hilflos fühlen, weil sie keine Informationen auf ihren üblichen Informationswegen bekommen. Und das sehr davon abhängt, an wen sie zuerst geraten. Warum ist insbesondere der 219a so wichtig, wirklich auch für die Arbeit in der Beratungsstelle, aber auch die Arbeit von Ärztinnen? Warum ist es so wichtig, dass der jetzt wirklich auch aus dem Strafgesetzbuch raus ist? Das würde dazu führen, wenn er aus dem Strafgesetzbuch raus ist, dass man eine gewisse Rechtssicherheit für die Praxen herstellt und vielleicht auch viel eher Informationen auf den üblichen Zugangswegen für die Frauen herstellen können. Und die gucken einfach ins Internet und die gucken auf die Homepage, und wenn da steht, die und die Spiralen werden eingelegt zu dem und dem Preis, dann müsste da genauso gut stehen dürfen, ich mache Schwangerschaftsabbrüche medikamentös bis zur 9. Woche und operativ bis zur 13. Woche oder in die 14. Woche rein. Das muss einfach genauso gewertet da draufstehen können, damit wir nicht völlig verunsicherte Frauen hier haben und die im Prinzip handlungsfähig sind, die das Gefühl haben, ich selber habe mich schon informiert und ich habe eine Strategie, ich weiß, was notwendig ist. Ich weiß, ich brauche für den Schwangerschaftsabbruch, je nachdem, wie wenig Geld mir zur Verfügung steht, eine Kostenübernahmebescheinigung, wo kann ich mir die besorgen? Das kann alles schon als Information auf einer Homepage stehen. Und dass die Frauen diese Infos nicht bekommen, führt im Grunde genommen auch zu einer Zeitverzögerung am Schwangerschaftsabbruch. Das ist natürlich dann nicht mehr so problematisch, wenn man einmal die Informationen bekommen hat, sich dann auch an der Beratungsstelle zu wenden. Auch diese Überbrückung zwischen Praxis und Beratungsstelle, das Zusammenwirken, das wird dadurch dann einfacher, dass der 219a wegfällt. Wir haben zum Beispiel auch das Problem, dass wir selber aktiv immer nachfragen müssen, ob sich im Angebot was geändert hat. Auch wir müssen dem quasi aktiv hinterherlaufen. Und vielleicht führt das auch dazu, dass wäre wünschenswert, wenn sich mehr Arztpraxen die Abbrüche machen, jetzt schon, dann auch auf der bundesweiten Liste listen lassen. Im Moment sind gut ein Drittel der Arztpraxen gelistet, die anderen aber eben nicht. Und die sind natürlich nicht zu finden. Was die aktuelle Pflichtberatung angeht, wäre es schön, wenn man das umwandelt in einen Anspruch auf Beratung, wo man eben diese ganzen Bereiche mitnehmen kann. Also man kann sich beraten lassen zur Schwangerschaft selber. Wir haben auch Beratungsstellen mit Familienhebammen. Wir haben die Möglichkeit, die Schwangerschaft letztendlich zu begleiten, eine soziale Beratung anzubieten. Es gibt auch die Möglichkeit, oder ich sehe auch Schwangere, die im Zusammenhang mit Pränataldiagnostik ihren Anspruch auf Beratung wahrnehmen. Da wird im Prinzip von dem Arzt, der Befunde erhebt, wird mitgeteilt, es gibt Beratungsstellen, die dazu Beratung anbieten, da können Sie hingehen. Und das wäre wünschenswert, wenn das eben auch bei Frauen im Schwangerschaftskonflikt so umgesetzt werden könnte. Es gibt einen Anspruch, Sie haben den Anspruch, sich zu informieren. Die Finanzierungsfrage, die ist jetzt an die Schwangerschaftskonfliktberatung gebunden. Die müssen wir, an dieser Stelle brauchen wir politische Lösungen, dass einfach die Finanzierung auch sehr gesichert wird, unabhängig davon, als Gesundheitsdienstleister. Genau, das darf natürlich nicht wegfallen, nur weil wir dann keine Pflichtberatung mehr haben, die ja unsäglich ist. Weil Frauen, die ja mündig sind, die für sich selber am besten entscheiden können, was sie brauchen, gezwungen werden, in einen Beratungskontext einzusteigen. Aber wir dürfen dennoch nicht vergessen, dass natürlich auch einige einen Beratungsbedarf haben, weil das natürlich eine schwerwiegende Entscheidung ist, die man nicht unterschätzen darf. Ja. Und dafür bräuchten wir halt eine flächendeckende Versorgung, die im Moment
auch mit der Pflichtberatung leider nicht gegeben ist. Das Gleiche gilt auch bei Kinderwunsch. Menschen, die ihren Kinderwunsch umsetzen möchten, haben den Anspruch auf entsprechende Beratung. Und analog wäre es schön, wenn man genau das so umsetzen könnte. Da sind wir absolut beieinander. Ich würde eine Frage gerne noch stellen, wenn jetzt 219a gestrichen ist, ist damit alles getan? Definitiv nein. Definitiv nein. Es ist ja an dem Grundproblem, dass der Schwangerschaftsabbruch im Strafgesetzbuch zwischen Mord und Totschlag geregelt ist, hat sich ja nichts geändert. Damit ist es eben auch noch nicht aus diesem gesellschaftlichen Verständnis raus. Und auch das wird wahrscheinlich der Grund sein, warum sich eben einige Praxen dann noch nicht dazu entscheiden, sich auf die Liste setzen zu lassen, weil sie wirklich Angst haben. Entweder Lebensschützer, sogenannte, stehen vor der Praxis und demonstrieren. Und zum Teil auch andere Patientinnen sind nicht damit einverstanden, dass in der Praxis Schwangerschaftsabbrüche gemacht werden. Und die Ärzte haben wirklich Angst um ihre Existenz. Und es wäre viel wünschenswerter, wenn der Paragraph 218 nicht mehr im Strafgesetzbuch steht und dass man eine bessere Lösung für alle Beteiligten finden würde. Allein über die Streichung des 218 erreichen wir ja noch nicht, dass Frauen sich aufgehoben fühlen, aufgefangen fühlen und auch mit Recht sagen können, das ist mein Körper, meine Entscheidung. Ich kann selbstbestimmt für mich entscheiden, ob ich diese Schwangerschaft austrage oder nicht. Werden Sie hier, seit wir diese Debatte ja auch politisch intensiver führen, werden Sie auf die Frage 218 aus dem Strafgesetzbuch heraus mehr angesprochen hier? Von den Klientinnen in der Beratung? Ja. Ja, werden Sie angesprochen. Ja, okay. Und auch tatsächlich zum 219a, wenn das extrem differenzierte Frauen sind, die normalerweise sehr bodenständig wissen, wie sie ihre Informationen bekommen, sich gut organisieren können, die völlig irritiert sind, dass das zum Thema Schwangerschaftsabbruch mit ihren normalen Wegen nicht möglich ist. Ja. Das ist tatsächlich dann Thema. Ich kann ja nur sagen, dass wir hier zusammen in Krefeld im Gespräch sind und bleiben mit dem gemeinsamen Ziel, dass wir eine bessere Regelung außerhalb des Strafgesetzbuches brauchen und dass wir eine Enttabuisierung brauchen, dass wir da weiter zusammenarbeiten. Vielen Dank für den kurzen Einblick. Wir machen weiter.